Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals, willkommen hier zurück zu Destiny. Heute sogar mit zwei Gästen, der Fresh Zombie und der Real Winter Ecker. C hat nicht gepasst. Leider. Beste. Die Inflation trifft uns alle. Müssen überall sparen. So, was machen wir heute? Heute stürzen wir uns in einen Hero Strike. Das sind die mit Lichtlevel 260. Ich habe die Woche noch keinen gemacht, deswegen kriege ich ein legendäres Engramm als Belohnung. Eigentlich mache ich die Dinger nicht, aber ich habe da eine Suche, nämlich, könnt ihr hier sehen, nimmer endende Schlachten. 5 Hero Strikes abschließen, da gibt es eine legendäre schwere Waffe und legendäre Marken, und das ist der einzige Grund, warum ich das jetzt mache, und weil es auch schwer ist und egal. Wir legen los und ich hoffe, dass es nicht der Saber Strike wird, weil den habe ich ja schon mal gezeigt. Das stimmt. Ach, aber egal, wir machen alles kaputt. Wir schaffen das schon. Ja. Ich hoffe auf einen Backstrike, weil ich das Engramm eigentlich daraus möchte. Manche Kreaturen der Schar widersetzen sich dem Willen von Oryx. Wie Alakhul, die Dunkelklinge zum Beispiel. Vor langer Zeit führte er eine Rebellion gegen den König an, um dessen Umhang an sich zu reißen. Alakhul versagte und ist nun auf die Gnade der Schar angewiesen. Doch sollte er die Chance sehen, wird er Oryx Krone an sich nehmen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich ein neuer Prinz erhebt. Die Dunkelklinge sitzt sein Urteil in den Tiefen eines Schargefängnisses ab. Ich speise deinen Geist mit einem Energiemarkierer. Dieser wird dich zu seiner Zelle führen. So, ich hoffe, der sagt jetzt nichts mehr, denn wir sind jetzt hier auf dem Grabschiff im Alakhul Strike, beziehungsweise auf dem Weg dahin. Im Alakhulsten Strike. Und hier, das ist, Zombie, guck mal, das ist mein neues geiles Maschinengewehr mit dem 550er Magazin. Das schießt halt auch echt wie die Sau. What the fuck? Ja, da kommt ein bisschen viel raus. Aber das verzieht auch derbe, also ich weiß nicht, ich muss es im PvP mal ausprobieren. Wow, Hilfe! Unsere schießen Blitze. Wir haben uns heute auch ein bisschen Automatikgewehre rausgeholt. Ja. Aber echt ultra coole Automatikgewehre. Die coolsten. Die allercoolsten. Okay, ja schon auch. Oh Gott. Das war jetzt bestimmt ungewollt. Ja, ja. Ja, normalerweise sind ja diese, die Hero Strikes immer ziemlich nervig, weil verdammt schwer und lohnt sich auch eigentlich nicht so derbe wirklich. Deswegen bin ich auch eigentlich froh, dass mir die beiden hier heute helfen und ich nicht mit irgendeiner Random-Gruppe mich hier durchquälen muss. Ja, mit Randoms ist es echt manchmal sehr nervig, besonders wenn manche irgendwie auf K gehen oder sowas. Ja. Alles schon passiert. Ich hätte, glaube ich, noch nie einen AFKler. Ich hatte immer nur ein paar Leute, die ein bisschen schlecht gespielt haben. Du hast ja auch meistens mit Medi-Strikes gemacht. Ja, ja, aber ein Random kam öfter nochmal mit rein. Die Waffe verzieht einfach so mega. Also das, die ist echt cool, was das Magazin angeht, weil man damit super mega mäßig viel schießen kann und auch sehr, sehr schnell. Also wahrscheinlich im PvP ziemlich mächtig, aber man muss sie halt auch irgendwie gerade halten. Ich hoffe, da schalte ich noch irgendwelche Perks für frei. Oder man muss recht nah sein. Oder das. So, und sterben sollte ich jetzt aber auch nicht. Ich muss ja mit dazu sagen, der Zombie und der Winterecker sind beide im Lichtlevel ganz leicht über mir. Beide schon über 300. Und klar, das macht ja eine Menge aus. Ich glaube, das macht keinen Unterschied, wenn man drüber ist. Nicht viel. Okay, also es macht dann doch keinen Unterschied. Ich glaube, sage ich. Vielleicht hast du auch mehr Recht, als ich Recht habe. Vielleicht hat auch Winterquacker mehr Recht. Aber er hat gar nichts gesagt. Ja, vielleicht wurde das für die richtige Antwort. Ja, Schweigen ist Gold. Ja. Ich weiß nicht, aber ich glaube auch, es macht kaum Unterschied. Also ich habe zumindest keinen Unterschied gemerkt. Ja, wir sind ja, du bist ja auch 20 Licht über der, über dem Gefragten. Ja. 160 braucht man ja. Das ist doch der Strike mit dieser coolen Sprungsequenz gleich, bei der ich immer so gerne verkacke, oder? Genau. Ach, oh mein Gott.
Ich werde. Aber da packe ich mir mal schnell eine Sniper, wollte ich sagen, eine Scout rein. Ich glaube, das könnte da hinten ganz praktisch sein. Ja, auf jeden Fall. Wenn man ein bisschen auf Entfernung schießen muss. Eine machtvolle Beschwörung war. Scharunen verschließen die hinterste Tür. So, ich nehme wieder die linke Rune. Okay, wir teilen uns auf. Okay, dann nehme ich die rechte. Und ich bleib einfach in der Mitte. Ja, du tötest einfach alle. Das klingt nach einem Plan. Habt ihr eigentlich gehört, dass der gute Luke Smith, der oberste Chef bei Destiny, zumindest was die Entwicklung angeht, der musste jetzt ja die Frage beantworten, warum Destiny jetzt so viel besser ist als wir am Anfang. Okay. Und seine Antwort war, weil wir damals noch gar nicht wirklich wussten, was Destiny eigentlich ist und was wir damit machen wollen. Oh, gute Antwort. Ja. Was ging, ist ging das? Was machen wir hier eigentlich? Ging ja auch halt darum, weil ja viele den Geist ein bisschen sehr scheiße fanden im Grundspiel. Hat jetzt ja auch, zumindest im Englischen, musste ich gar nicht, also weiß ich erst seit kurzem, hat ja eine neue Synchronstimme. Ja. Oh Gott, Nolan North ist jetzt der neue Synchronsprecher statt Peter Dinklage. Ja. Die alten Dialoge wurden auch neu vertont im Englischen, oder? Genau, komplett alles neu vertont. Ja, kein Dinkelbot mehr. Na, im Deutschen schon. Also, außer dass es im Deutschen die Peter Dinklage war, aber egal. Peter Dinklage, der auch schnell einen Deutschkurs besucht hat. Das wäre cool gewesen mit so einem amerikanischen Akzent. Jetzt wäre ein etwas seltsamer Geist. Was, das nervt mich jetzt hier. Mann! Diese blöden, verkackten Ritter. Keine Panik. So. Ach, ich glaube, ich nehme gleich mein lila Schwert. Was zur Hölle? Da kommt schon wieder so ein Ritter angesprungen. Oh Gott. Was ist hier in der Mitte los? Da ist ja ich werde überrannt. Ich merke schon. Ganzes Schlachtfeld. Ich hüpfe mal mit meiner Blitzulti rüber und schau mal, ob ich irgendwas reißen kann. Mach mal. Ich überlege nur, ob ich einen schnellen Waffenwechsel hinlege. Alter! Ja, ach, Winterkacke, du bist auch gestorben. Nein. Ja, na super. Wie der Sompei immer einfach mehr rasiert als Winterkracker und ich. Das ist immer so. Das ist jetzt nicht nur heute so. Ich bin der King. King der Videospiele. Ach Mann, warum habe ich nur 11 Muni für mein Schwert? Ich habe gerade eine Synthese reingehauen. Gut verarscht hier. Eigentlich voll krass, wie viele Gegner hier mit gelbem Leben sind. Ja. Warum schließe ich eigentlich meine Bounty nicht ab? Oder mache ich die überhaupt gerade? Welche Bounty denn? Du musst Besessene töten, das sind noch keine Besessene. Achso, ja, ich dachte, die zählen vielleicht mit als Besessene, weil sie auf dem Grabschiff sind. Nee, kommen aber gleich noch genügend. Okay. Ich schieß mal einfach mit rüber zu Zombie. Blöde Hexe. Seh die nicht mal, wo ist die denn? Da. Ach, da unten. Oh, jetzt ist er tot. Och, und bei mir kommt gerade schon wieder der nächste Ritter an. Okay, jetzt ist wieder mega Sturm auf die Mitte. Ich begebe mich ein bisschen nach hinten. Ja, geh in Deckung, aber. Ach, Wintercracker. Geil. Ach, Mann. Ach, immer musst du sterben, Wintercracker. Dabei hatte ich. Ach man, ich hatte schon eigentlich alles tot auf meiner Seite. Und jetzt. Fresst! Einen Schuss aus meinem Raketenwerfer, der direkt daneben ging. Und der nächste auch? Nee, der trifft aber leider nur einen. Voll verschwendet. Oh Gott. Geh weg, böse Hexe. Ja. Vielleicht sollte ich auch noch auf eine. Habe ich eine Sniper? Naja, für den Einsatz reicht's aus. Boah. Ah! Ach man, macht die Kreischer viel Schaden. Okay. Ja, die Hexe hat den Headshot bekommen. Eine Menge. So, jetzt kann ich erstmal hier wenigstens ein bisschen rumblitzen. Blöder Ritter. Der hält aber trotz der Blitzulti hält der davon mega viel aus. Ja, kenn ich. So, ich sollte jetzt hier einiges an Sphären erzeugt haben. Oh, was habe ich denn hier? Ah, schade, nur der schwarze Wachsgötze. Ich dachte, das wäre das nächste Teil für die
für die Impuls hier, für die Sleeper Simulant. So. Ein Seidenkodex. Hat mich gerade der Kreischer gekillt? Ich glaube. Ach, du hast den getötet! Ja. Ah, okay. Da sind die komischen lila Kugeln auf mich geflogen. Ich glaube, wir haben dieses Mal alles ohne zu sterben. Ja. Nein, einer muss noch leben. Die Tür ist noch nicht offen. Oder? Nee, ach, du hast deine Seite noch gar nicht fertig. Ah. Ja, der Teleporter noch nicht fertig, ja. War knapp davor. So. Jetzt ist offen. Kommt nicht mal noch. Ach, kommen nicht mal neue Gegner, wenn man den aktiviert. Geil, ich glaube, ich sterbe am Jump Run. So, Jugo, hier kommt Besessene. Hol deine Kills. Ich rette Winterquaker währenddessen. Besessene! So. Oh, da ist noch eine Sphäre des Lichts, die nehme ich noch mit. Ja. Das sind ja nur normale. Ich brauche. Ah, Lichtsphäre, sehr gut. Da hinten auch noch eine, dann kann ich gleich die Brutzel-Ulti zünden. Ah ja, nice. Geil, für einen Gegner. Ah ne, gut, wenigstens zwei. Ah, da verstecken sich bestimmt noch irgendwo ein paar. Ich gehe hier durch wie ein Rasierblatt. Oh, der Bounty fertig. Wären. Nice. Von hinter uns noch ein paar. Ja. Oh Gott. Nein, was habe ich getan? Warum? Oh Gott, wo geht da gerade so mega viel Schaden her? Hilfe. Oh. Ja. Ich rette dich, Zombie. Ja, ich glaube. Ah ja. Winterkacker wäre fast schneller gewesen. Ja, ich habe extra da oben gewartet. Wollte Julia ja nicht die Show klauen hier. In seinem Video. Oh Gott! Alter. Ja. Moment. Warte, ich bin mal hier kurz wieder. Ein bisschen. Ja, ich mache hier ein bisschen sauber. Ja, oh ja, jetzt kommen endlich mal. Da brutzelt ein paar. Ja, ich will deine Sphären haben. So, ich glaube, jetzt haben wir hier schon alle so weit weg, oder? Es kommt noch die Hexe da. Die kill ich mit meiner Ulti. Oh Gott. Peace, no. Also hier geben sie es einen aber auch wieder richtig dreckig in diesem Raum. Ja. Also wenn wir jetzt nicht heroisch wäre, sehr einfach, aber im Heroischen ist der echt schlimm. Und immerhin gibt es ja für mich noch eine legendäre Belohnung. Für euch wahrscheinlich auch, oder habt ihr die Woche schon mal einen gemacht? Nee, ich habe noch keinen gemacht. Ja, ich glaube wahrscheinlich auch nicht. Kriegen wir krasse Legends! Oh, ja, cool. Danke, dass du sagst hier. Legendäres Ingram. Ja, oh, sogar ein Sublimes. Musste ich erstmal eh googeln, was das Wort Sublim war, wo ich erstes Mal eigentlich gefunden habe. Ja, könnte ich auch nicht. Oh, ich krieg ein blaues! Oh, Oga. Hell yeah! Gut. Ist schon mein drittes Engramm, diese Runde. Finde ich ja gut. Boah. Da ist noch ein Ritterchen. Ja. Oh, und wir können vom Alakulboss ja auch eine der Münzen einsetzen. Ja, stimmt. Auf jeden Fall. Übrigens habe ich jetzt auf Reddit gelesen, sobald man jetzt diese Pre-Quest fertig hat für den Sleeper Simulant und braucht man nicht mehr warten, bis die Quest nochmal kommt, man braucht nur einen Kumpel, der die schon mal gemacht hat. Also wenn ich jetzt meine vier Teile da fertig habe, dann schnappe ich mir einfach einen von euch und dann kann ich mir auch direkt die Sleeper holen. Ah ja, also, genau. Ja, nachdem man die erste Hälfte fertig hat, muss man trotzdem noch einen Tag warten, aber... Ja. Endlich eine Bounty abgeschlossen. Oh. Achtung, ich habe so einen Killer-Keks kaputt gemacht.
Boah. War noch nicht alle, da kommen immer noch mehr. Boah, ja. Ist direkt weggebumst. Oh, Winterkacker stirbt auch einfach spontan. Ja, ich hätte wenig Leben, wollte wiederbeleben. Das ist eine Hexe. Ja, ich würde ganz gerne mal so. Jetzt. Ah ja. Winterkacker, helf mir bei der bösen Kugel. Ja, welche Kugel? Die ich gerade kaputt geschossen habe. Danke. So, aber dann nutze ich die Zeit und gebe wenigstens meine beiden Bounties schnell ab. Wird in Deckung gehen, Winterkacker. Okay. Boah, bist du knapp ausgewichen. Okay. Ja, jetzt kalkuliert habe ich das hier wieder. Ich wollte dich, Juga. Oh Gott. Versuch's. Mach den hinten. Ach, die Hexe macht so viel Schaden. Hast du ein Schild der Hexe weg? Ja. Ja, nice. Okay. Wow, sehr nice. War sehr knapp. Ja. Auch wieder oben einfach mal 5 Kreischer sind. Ja, ja. BTF. Das ist der geile Raum. Die Kreischer sind das Wichtigste wegzumachen. Ah, verdammt. Ich dich zurück. Lauf dann am besten direkt, weil da kommen diese Kreischerkugeln. Fokus. Okay. Wow. Was kommt denn jetzt hier noch an? Ja, das jetzt diese die verfolgen einen. Extra die verfolgen einen durch den ganzen Raum immer. Ah, so. Und die prallen auch so komisch von den Wänden ab. Immer wenn ein Kreischer stirbt, spawnen da 5 Stück, die rumfliegen. Musst du mal hingucken, wenn einer stirbt. Ah, wieder ist wieder einer tot. Achtung. Ja. Genau, diese Kugeln da, die mich gerade verfolgen. Ja. Wer ist schneller, Zombie oder die Kugeln? Na, scheinbar die Kugeln. Boah. Die Dinger haben es echt schlecht. Mega in Sicht. Ich geh Winterkracker wiederholen. Ich bin schon. Zombie macht schon. Aber da gibt nur noch einen Kreischer. Mach ihn fertig! Hab ich. Voll druff und so. Aua. Ach, die so. Hexe töte ich wieder mit meiner Ulti einfach. Was zur Hölle? WTF. Es war immer noch diese Kreischersalve, WTF. Ja, ja. Die sind sehr anhänglich. Nice. So, jetzt dürfte man ja eigentlich schon gleich zu aller cool reinspringen, oder? Ja, ja, jetzt kommt noch die Brücke mit den vielen Gegnern. Die mache ich. Okay. Die mache ich komplett. Ich habe extra meine Blitz-Ulti aufgehoben. Warte, das will ich auf Band haben, das... Ja? Ja. Achso, bist du hinter uns. Ah, da unten. Wir sehen die Gegner auf Zombie zu rennen. Todesmutig stürmt er nach vorne und brutzelt sie am Spieß. So lustig, haben wir nur die Taste gedrückt halten und nach vorne bewegen. Oh, und ich freue mich und sammle die ganzen Sphären ein. So. Shiny Dancer. Oh. Okay. So, jetzt müssen wir unsere Münze einwerfen am besten. Ach, stimmt. Ja. Was passiert eigentlich, wenn wir sterben? Können wir sie danach nochmal einwerfen oder? Der Buff bleibt. Ah, der Buff bleibt. Also wirklich bis zum nächsten. Bis man einen Ultra tötet, ja. Okay, und jetzt runter? Ja, ich schaue nur gerade, welche Waffe ich für den Boss nehme. Mein Impulsgewehr und die schwarze Spindel, glaube ich. Und mein Schwert. Okay. Oh. Ja, bin bereit. So. Und los geht's. Wuhu, wir springen in den Tod. Bamsen. So, kommt gleich da vorne. Falls ihr euch jetzt fragt, was wir da für eine Münze eingeworfen haben, das ist die 3 der Münzen. Irgendwas, der Münzen. Und die ja, erhöht die Chance, dass der nächste Ultra, also der nächste Boss, uns ein exotisches Engramm droppt. Aber nicht auf 100%, oder? Nein, nein. Nee, aber nee. Je öfter man die verwendet, umso höher wird die Chance. Desto höher wird die Chance, genau. Ja, und dieser Bosskampf findet komplett im Dunkeln statt, also... Ja, aber ich sehe ihn schon wieder, das da vorne. Alla cool, da ist er. Der alte... Ein paar Headshots ab. Bitcher, hier, er kriegt jetzt erstmal... Wo ist er hin? Er steht da noch. Da, er kriegt Strom!
Weil es natürlich schlauer wäre, die Blitzulti für die Gegnerwellen aufzuheben. Ja, hat ja auch recht gut Schaden gemacht. Ja, eben ist ja halb tot. Wawa! Sind Missions-Endbosse eigentlich auch Ultras? Ja, meistens schon. Gut, weil dann habe ich nämlich gestern schon mal nichts bekommen. Ja, sobald der Buff weg ist, weißt du ja, dass du nichts bekommen hast. Wo sehe ich denn, dass ich den Buff habe? Bei deinem Charakter. Bei dem Charakter. Unter der Levelanzeige, unter deinem Level ist da so ein kleines Buff-Symbol. Ja, sehe ich. Okay, Uhr! Kommt's gerade richtig drauf. Aber ich will ihn nochmal absnipen. Wo ist er denn? Ja, war hier auch gerade dafür. Obwohl, ist gerade verschwunden, ja. Weg. Geil. Hallo? Ah, da vorne kommt er in der Mitte. Ja. So, Granate! Jetzt brauchen wir wieder Ads. Nehme ich einfach mal mein Schwert. Es sind ja auch explodierende mit dabei, ne? Bei den ja, Ads. Ja, genau. Muss man aufpassen. Oh Gott! Nein! Mich hat's erwischt! Da gehört Achtung, überall explodierende um euch herum. Ja, ja. Am besten natürlich die zum Boss kiten und dann beim Boss erledigen, aber ich glaube, das ist. Oh, zu der hart. Boss ist übrigens im Agro-Modus. Weil sein Kopf geplatzt ist. Jetzt sollten wir auch nicht mehr beieinander stehen, weil wenn der spawnt immer direkt bei einem Spieler und rennt ihm hinterher. Da hinten ist er, rennt auf mich zu. Und halt, wie gruselig. Ich habe keine Primärmuni mehr. Er bekommt jetzt auch wesentlich mehr Schaden. Ja. Ja, sein Kopf ist zerbrochen und sein Gehirn guckt da raus. Achtung, hinter euch. Ja. Wintercracker, ich versuche zu dir hinzukommen. Nein! Oh! Oh! Ah, ich hätte erwartet, dass du da gerade stirbst, weil er genau auf dich draufgehauen hat. Tja. Okay, wenn er jetzt nochmal auftaucht, ist er tot. Blitze! Ich war zwar viel zu früh, aber egal. Einfach, Hauptsache, die Dinger finden irgendwann schon jetzt hier. Da ist er! Da ist er tot. Oh. Ach ja, die Randgramme kriegt man ja immer. Ich habe ein legendäres Engramm bekommen, aber leider kein exotisches. Schade. Ich habe auch keine exotischen. Und zwei Waffen habe ich bekommen. Ah, nice. Ach, der Geiger. Oh, 10 legendäre Marken. Ja, kann man dreimal pro Woche holen. Ach, ich bin am Cap von legendären Marken, verdammt. Ich auch. Was ist Cap? 200. Oh, okay. Könnt ihr euch eine Waffe verkaufen? Ja. So. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir gleich nochmal zum Turm und ich bin mal gespannt, was wir da jetzt Spannendes rausbekommen haben. Also, ich in diesem Fall. Ja. Ha, ich habe mehr Kills als der Wintercracker und noch ein blaues Engramm. Mensch, Mensch, Mensch. Dafür hat Wintercracker am meisten Assists gemacht. Das stimmt. Und ja, am wenigsten alle, präzise alle Kills. Geschwächt. Ja, ich hatte ja Wintercracker, mit dem Automatikgewehr gekämpft. Wintercracker ist einfach ein freundlicher Kerl, muss man so sagen. Ja. Gibt es Assists ab. So, erstmal gucken, ob meine neuen Waffen, ob die sich lohnen. Ja, 286er Impuls mit 30er Magazin, das ist schön. Dann habe ich 284er Schrotflinte, ist auch nicht schlecht. Und den Rest, den sehen wir ja dann gleich. So, hier setze ich gerade eh einen Schnitt. Also ich schneide diese ganzen Flug- und Ladesequenzen immer raus. Ja, nice. Ja. Jetzt kurz noch ein bisschen Tower und dann ist schon wieder vorbei. Gott, habe ich Bock, die anderen 4 Heroes zu machen? Nicht. Ich habe am Anfang Hero Strikes gefarmt, weil ich nicht wusste, dass diese Lila-Sachen kacke sind. Da habe ich irgendwie 20 an einem Tag gemacht, also.
Seitdem mache ich aber keine mehr, seitdem ich es weiß. Übrigens hat der Luke Smith auch nochmal in dem Interview bestätigt, also Destiny ist jetzt so umkonzeptioniert worden, dass man jetzt auch als Solo-Spieler auf 310 kommen kann, also dass die High-Inhalte nicht mehr nur den Gruppen vorbehalten sind. Wie soll man auf 310 kommen, wenn nur im Raid-Zeug über 300 droppt? Ja, mit den also, exotischen Gramm. Das ist, denke ich, nicht gewollt, dass die Leute die exotischen die Münzen farmen als Solo-Spieler. Kann ich auch nicht. Es gibt keine Schuhe und kein Geist und kein Armreif und kein Klassenartefakt. Ja, schon. So, ganz kurz. Bäm, sind wir am Turm. Boah, hier war ich doch nie. Die Post sagt nix, schade. Manchmal hoffe ich, dass ich immer noch irgendwas Cooles vergessen habe. Ach, die Post sagt bei mir aber was. Was gibt's denn? Ein blaues Engramm. What the heck? Ach, bei mir auch. Erstmal 400 Glimmer abgeholt, dann eine Brust, die ich schon hab. Mal wieder einen Reif und mal wieder einen Helm. Ich glaube, die hatte ich alle schon. Ich glaube, das bringt mich gerade wieder nicht voran. Oh, ein seltsam gefärbter Würfel. Nee. Die Brust ist... Ah, okay. Ist aber eine Brust für Arkus-Schaden. Das ist super. Das heißt, da sollte ich mal drauf gehen. Warum konnte ich gerade mein Helm-Engramm hier nicht? Okay. Ich habe noch ein Helm-Engramm, was mir der Kryptarch gerade nicht entpacken wollte. Ich habe voll den coolen Armreif bekommen. Okay, ich mal Siegots angucken. Kopf. Ich habe jetzt gerade Seegots Kopf bekommen, aber ja. Der wird mir nicht im Inventar angezeigt, hä? Wie nicht im Inventar? Vielleicht ist es ein Klassenartefakt. Ah, okay. Ah ja, da unten. Ja gut, 268 ist jetzt nicht so gut. Schade. Gut. Der Reif ist auch nicht so gut. Also irgendwie habe ich mich jetzt kein bisschen verbessert. Nur, dass ich jetzt eine Brust habe, die eher für meine Spezialisierung geeignet ist. Oh, Winterkracker zeigt auch nicht. Gut. Okay, ihr lieben Leute. Nein, mein Armreif noch angucken hier. Sonst bin ich beleidigt. Okay. Na, schau mal, was ich jetzt da voll das coole Emblem auf meinem Arm habe. Du rennst weg von mir. Bist du ich stand denn? Neben dir. Bist du. Voll das coole Emblem, aber wirklich, was ist denn das? Weiß ich nicht, der heißt einfach nur Vorhutarmreif. Reif der Hüter heißt der. Dieses Wappenschild trägt der Gerätschaften aller Hüterklassen und zeigt das Lichtfeind gegen die Dunkelheit. Aha. Sexy. Hast du irgendwas Cooles bekommen, Wintercracker? Ich habe gerade einen neuen Umhang bekommen, Moment. Guck mal, den schauen wir uns jetzt auch noch an. Warte. Nein, das ist nicht der neue. Das ist ein Raid-Umhang, den er gerade anhat. Ja, den habe ich gerade bekommen. Der ein bisschen in Fetzen ist. Aber hat er schon aktualisiert? Der sieht irgendwie kacke aus. Ja, irgendwie schon. Das ist so wie bei WoW, die ersten Umhänge, die man findet, die einen immer nur bis zum Arsch gegangen sind. Ja, aber mein Raid-Umhang ist echt cool. Ja. Ja, mit den Zähnchen vorne. Zähnchen? Ja, das sind Zähne vorne an der Kapuze. Ah. Wie so ein Mund, der einen aufisst. Oh mein Gott. So, dann jetzt aber. Ich bedanke mich für eure Hilfe und ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich bedanke mich fürs Bedanken und dementsprechend sage ich, haut rein und ja, bis zum nächsten Mal. Ich tanze jetzt auch noch eine Runde mit. Oh ja, ich tanze auch mit. Ja. Tanzparty. So, wir sind praktisch schon raus. Ich lasse nur noch die Tanzparty auslaufen. Ja.